Ja, hallo und herzlich willkommen auf unserer Veranstaltungsplattform. Den Eincheckprozess hast du jetzt sehr erfolgreich durchlaufen. Den zeigen wir aber trotzdem nochmal, was hier eigentlich so passiert ist. Du hast eine E-Mail bekommen und da stand ein Zugangscode drauf und dann kannst du dich hier anmelden. Was du da unten siehst, ist eine App, die kannst du dir hochladen aus dem Google Store oder auch aus dem Apple Store. Ja, über die Anmeldung warst du dann an unserem Check-in-Desk, hast dein Badge bekommen, bist hoffentlich glücklich, zufrieden, entspannt zur Veranstaltung gekommen und konntest dich einchecken. Was du hier jetzt siehst, das ist unsere Lobby. Ja, Hier in hallo und diesem herzlich großen willkommen Bildschirm, wo der zu Ton unserer läuft, den ich jetzt Veranstaltung. ausmache, gibt es aktuelle Informationen zum Event. Wenn du mehr wissen möchtest, was passiert, dann siehst du hier oben eine Schaltfläche. Im Moment ist die Veranstaltung noch nicht live. Das heißt, es geht demnächst los. Und was demnächst los passiert, ist, was demnächst losgeht und passiert, kannst du auch hier oben in der Begrüßung sehen. Auf der rechten Seite des Bildschirms siehst du einen Chat und hier kannst du Nachrichten an alle Teilnehmer in der Lobby schicken. Mache ich einfach mal ein simples Hallo, Hallo. So, hier oben im Menü kannst du schauen, welche Teilnehmer da sind und du kannst Termine mit den Teilnehmern machen. Du siehst hier den Andreas Klug, der Redner und Aussteller ist. Du kannst ein Meeting anfragen bei ihm. Da wählst du dir einfach einen Tag aus und wählst dir anschließend einen Termin. Und dann kann der Andreas Klug das Meeting bestätigen. Du kannst, wenn er in der Veranstaltung ist, das erkennst du daran, dass hier oben ein grüner Punkt leuchtet, auch einen Chat mit ihm starten. Du kannst eine Notiz erstellen und du kannst dich mit ihm verbinden. Wenn du das getan hast, dann taucht hier oben der Andreas Klug unter meine Kontakte auf, genauso wie Termine, Referenten und das ganze Programm und die Firmen, die da sind. Wenn du dich jetzt weiter hier in unserer Lobby orientierst, dann kommst du hier unten auf dieser Kachel ins Programm. Hier siehst du in der Übersicht alle Vorträge und wo sie stattfinden. Einfach raufklicken, schauen auch, wer es der Referent ist und dem Vortrag beitreten. Hier passiert allerdings noch nicht besonders viel. Deswegen verlassen wir den Raum jetzt ganz einfach wieder. So, nächster Schritt ist, wenn du wissen möchtest, was gibt es für Referenten? Die findest du unter dieser Kachel. Hier findest du die Übersicht über alle Referenten. Und hier siehst du auch an dem grünen Punkt, dass ich online bin. Die Referenten lassen sich dann nochmal nach verschiedenen Kriterien selektieren. Ein weiterer spannender Punkt ist das ganze Thema Firmen. Hier siehst du unsere Ausstellerfirmen und deren Angebote. Das kann man hier sehen. Du siehst, welche Mitarbeiter am Stand sind. Du siehst, wo die Mitarbeiter sprechen. Und du erfährst einiges über die Unternehmen. Du kannst auch am Stand ein Meeting anfragen bei den Mitarbeitern, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Du kannst auch eine Broschüre hier dir herunterladen, die weitere Informationen erhält. Du kannst auch mit den Mitarbeitern am Stand chatten, was hier wieder in diesem Chatfenster passiert. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, so, das war jetzt der erste Überblick über unsere Eventplattform. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Event. Nutzt es, die Kontakte zu knüpfen. Das haben wir uns ganz einfach gemacht. Kleiner Tipp: ins Programm gehen und dann einfach am Speed-Dating teilnehmen. Hier raufklicken und dann dem Vortrag beitreten. Ja, ich freue mich. Wenn ihr Fragen habt, spricht mich einfach an. Vielen Dank.